Freizeit, Deutschlands letzter Podcast, Link in Bio. So, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, anschnallen, du natürlich auch, Warnträger dabei, Führerschein habe ich auch dabei, Ersatzreifen ist dabei, Reifendruck gecheckt, Ölstand passt, Tankanzeige passt, nochmal Schulterblick und schon kann es losgehen. Digga, Alter, übertreibst du nicht gerade? Ja, du hast recht. Allmann im Auto. Ja, da haben wir den Salat. Direkt in den Feierabendverkehr gerauscht. Dennis, ich hab dir doch gesagt, du sollst pünktlich sein. Musstest du dich wieder von deinen 50 Onkels verabschieden. Mua, mua, küss dein Auge. Ja, jetzt küsst du den Feierabendverkehr. So, ein bisschen Radio. Über den Wolken. Der Fahrer bestimmt. Cordula Grün. Cordula Grün. Ich hab auch grün. Cordula Grün. Ich hab dich. Ich hab dich! Ich hab dich! Cordula! Hallo! Ach, schon wieder so ein Sonntagsfahrer! Grüner wird's nicht! Okay, Dennis, das war jetzt dunkelgelb, ja? Boah, Digga, Alter! Willst du mich umbringen? Boah, Oma, mach hinne! Das ist ein Zebrastreifen und keine Rolltreppe, ja? Laufen musst du noch selber! Soll ich mal einen E-Rollator kaufen? Guck mal, die geht gar nicht mehr. Sieht aus wie das Albumcover von den Beatles. Hallo! Ja, schwerhörig ist sie auch noch. Ja, Hände immer auf 3:15 am Lenkrad. Ja, wir sind hier nicht in so einem Deutschrap-Video. Guck mal, wenn ich so fahre, ne? Und jetzt mache ich einen Auffahrunfall, dann habe ich gleich meinen Ellbogen in der Fresse. Ist dann auch nicht so cool. Wie sagt man, wenn was cool ist bei euch? Das ist cool. Ne, ich meine in deiner Sprache. In meiner Sprache? Ja. Chata. 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 Guck mal hier, diese E-Scooter, ne? Richtige Plage. Kein Helm, kein TÜV, aber Eier wie im Geflügelhof. Guck mal hier, schön mit dem SUV hier durch die Innenstadt brettern, ey. Dreckschleuder. Ja, Frau am Steuer. Wahrscheinlich hat sie gerade den Fabian Nepomuk vom Kinderyoga geholt und jetzt fährt sie noch in den veganen Bioladen und nach umarmt sie noch ein paar Bäume fürs Karma. Spitze. Dicker Mann, Alter, was ist los mit dir? Fahr mal schneller, hier ist 80. Hallo? Das ist eine 80er-Zone, hier sind überall Blitzer. Ich brauche nicht wieder ein teures Passfoto, Dennis. Und? Tempolimit vorbei. Dicker, was machst du da? Alles okay, Dennis. Kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Hörst du das? Das ist das Geräusch der Freiheit. Jabadabadu! Digga, das ist das Geräusch des Todes, Mann! Schau auf die Straße, Allah. Allah. Nö. Nö, ich lass dich nicht rein. Nee, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Oh, na klar. Jetzt muss der eine LKW den anderen LKW überholen. Was ist das hier? Elefantenrennen oder was? Ja, Mensch, was gurkt der denn da so rum? Wenn er gleich noch langsamer fährt, legt er den Rückwärtsgang ein. War ja klar. Eine Frau. War ja klar. Opa mit Hut. War ja klar. Ein Bulgare. War ja klar. Bulgarische Frau mit Hut. Guck mal, bei dem ist doch der TÜV abgelaufen, oder? Siehst du das auch? Anzeige ist raus, dann schreib dir mal das Kennzeichen auf. Ey, sag mal, geht's noch, du Raudi? Dennis, notier dir das Kennzeichen. Der sammelt Punkte in Flensburg. Jetzt gibt's Payback-Punkte mal anders. Sag mal, du hast deinen Führerschein auch im Lotto gewonnen, ne? Entschuldigung? Der Blinker ist nicht umsonst montiert. Ja, der linke Knüppel da. Ja, den kann man auch bedienen. Aber wofür die bei BMWs Blinker anbauen, verstehe ich eh nicht. Oh, Digga, hast du die Maschine gesehen? Ja, wieder ein Organspender. Ja,
Ganz toll. Jetzt macht der da vor uns eine halbe Vollbremsung. Von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Weltrekord. Prima. Hast du das gesehen? Der ist eiskalt noch über Rot gebrezelt. Kirschgrün oder was? Hättest mal Schiri werden sollen, Sportsfreund. Ey, rechts vor links, Kollege. Ja, rechts ist da, wo der Daumen links ist. Guck mal, wie der mir auffährt. Ey, das ist 30er-Zone, Sportsfreund. Den bremse ich aus. Oh, Digga, der meint das auf jeden Fall ernst, Alter. Ey, guck mal, beim Auffahrunfall ist sowieso immer der hintere schuld, ja? Außerdem will der nur provozieren, wirst du gleich sehen. Meint das provozieren, ne? Klasse. Heiligsblechle. Und, was dir das jetzt wert? Jetzt müssen wir wegen dir auf die Cops warten, plus wir verpassen den Film. Ja, aber wir sind ja im Recht. Ja, und für sein Recht muss man hin und wieder einstehen. Außerdem läuft eh gleich hier Tatort im Ersten. Der Kopf ist ein bisschen grimmig, ja? Passt dir aber auch, was du sagst. Warnweste, Freundchen. Was? Warnweste, Sportsfreund. Sag ja nur. Haben sie ein Warndreieck aufgestellt? Alter, fick dich, Junge! Hilfe! Hilfe! Fick! Anzeige ist auf! Anzeige ist auf! Fuck! Anzeige ist auf! Yo, hier ist nochmal Phil, bald geht's los mit Mahlzeit und wir würden uns mega freuen, wenn ihr jetzt abonniert, 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 abonniert,